Ich darf euch heute die neue Nikon Z30 vorstellen. Die neue Content Creation Kamera aus dem Haus Nikon. In diesem Video zeige ich euch, was die Kamera kann. Ich werde sie aber auch schnell praktisch einsetzen. Ich habe selber Content kreiert, quasi geflockt, indem ich schnell unsere neuen erweiterten Räumlichkeiten vorstelle. So sehen wir mal, was wir hier erwarten von dieser Kamera. Anschließend werden wir schnell schauen, wie das umgesetzt wurde, das Video, was man vielleicht gut gemacht hat und was man nicht so gut gemacht hat, dass man da entsprechend auch etwas dabei lernen kann, wenn man allenfalls selber Videocontent erstellen will. Und dann werden wir auch noch schnell auf den Unterschied eingehen zu den Schwestermodellen von dieser Kamera, zur Nikon Z50 und zur Nikon ZFC, damit man dort auch ein bisschen jodeln kann, für wer welche Kamera am meisten Sinn macht. Viel Spass bei diesem Video. Ja, das ist sie, Nikon Z30, das Einsteigermodell quasi ins Z-System. Wir schauen uns die Kamera gerade schnell ein bisschen näher an, wie die daherkommt. Was sicher sofort auffällt, ist, sie hat ein sehr kompaktes Gehäuse, also die kleinste Z-Kamera bisher, auch die preiswerteste, muss man sagen. Kompaktheit hat natürlich vor allem einen Grund, und zwar ist es so, dass man sich entschieden hat, bei dieser Kamera den zusätzlichen Sucher wegzulassen. Man hat also rein das Display zum Fotografieren und Filmen. Das ist natürlich auch ein bisschen segmentbedingt, dass man hier eine Content Creation Kamera, also für Videocontent, Fotocontent, für Social Media und alle anderen Kanäle, wo Bewegtbild und Stillaufnahmen relevant sind, zu kreieren. Und natürlich schon ein bisschen mit dem Schwerpunkt auch Videoproduktion. Und dort ist natürlich vor allem wichtig, dass man ein Schwenkdisplay hat, wo man sich eben auch selber filmen entsprechend. Und man eben auch eine sehr kompakte Kamera hat, die sehr leicht ist, wo man eben entsprechend auch gut aus der Hand vloggen kann. Weiterer Punkt ist, dass das ja primär auch als Upgrade gedacht ist vom Smartphone. Also wenn man bisher den Content mit dem Smartphone erstellt hat, dass das eigentlich der logische nächste Schritt ist. Und dort ist natürlich Kompaktheit sicher ein Argument, das man nicht missen will, wenn man das vom Smartphone gewohnt ist. Und da kann die neue Nikon Z30 sicher sehr gut damit punkten. Als erstes möchte ich euch jetzt ein kurzes Video zeigen, wo ich eben mit dieser Kamera gefloggt habe. Und ihr seht mal, ein bisschen, wie das aussieht, wenn man die Kamera eigentlich komplett auf Automatik stellt. Einziges externes Mikrofon und Stativ habe ich hier noch eingesetzt für das Video. Alles auf Auto und bin einfach mal losgelaufen und auch ein bisschen etwas erzählt. Für alle, die das nicht interessiert, den Praxistest, die können einfach ein Kapitel weiter skippen. Und für alle anderen viel Spass beim Einblick in unsere neuen erweiterten Geschäftsräumlichkeiten. Da sind wir im neuen Bereich, also, wo wir gerade kürzlich haben, unsere Geschäftsräumlichkeiten dürfen erweitern. Und wir fangen doch gerade mal schnell an mit einem Blick in unseren neuen Astro-Raum. Ich gehe da mal ein bisschen auf, dass ihr da einen Überblick bekommt, wie das da bei uns aussieht. Also für alle, was sich für Teleskop interessiert, ist das hier so ein bisschen das Paradies, wo man die verschiedensten Geräte und natürlich auch die entsprechend passenden Okular dazu kann finden. Das war bisher bei uns im EG, wo sich jetzt die neue Zubehörwelt befindet. Neu also im ersten Stock in den neuen Räumlichkeiten zu finden. Wir gehen hier gerade mal noch ein bisschen weiter. Was man hier einmal sieht, sind schöne Bilder, die wir hier immer wieder auch ausstellen dürfen. In diesem Fall jetzt hier von Pascal Triponet, ein Berner Fotograf, der uns hier drei Bildserien zur Verfügung gestellt hat. Wenn wir hier noch ein bisschen runter schauen, sehen wir die ersten Occasionen, die hier bereits kommen. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr über das sehen. Aber zuerst gehen wir mal noch schnell in unseren Beratungsraum. Auch hier gehe ich schnell ein bisschen rauf, damit ihr hier seht, wie das hier innen aussieht. Ein Raum, den man nutzen kann, wenn man eine etwas längere Beratung, ausgiebige Beratung hat, etwas testen möchte, dann können wir uns hier zurückziehen. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, eben um auch mal ein bisschen vertiefte Gespräche zu führen, sobald es ein bisschen komplexer wird und ein bisschen längere Diskussionen geführt werden über entsprechende Produkte. Wir haben hier auch noch einen kleinen Einblick, zum Beispiel in unsere Geschichte, oder man kann schnell ein bisschen überschwenken. Voilà.
So hat mal das Team vor vielen, vielen Jahren ausgesehen da bei uns. Also da dürfen wir auch noch ein bisschen nostalgisch sein, wenn wir doch auch schon über 80 Jahre Tradition haben als Firma. Jetzt gehen wir zum Herzstück der neuen Räume. Das ist nämlich unsere Occasions-Lounge. Ich gehe da auch ein bisschen hinterher, dass ihr da mal seht, wie das aussieht bei uns. Das war immer ein bisschen kneben bei uns vom Platz her. Endlich haben wir entsprechende Fläche und auch entsprechende Rahmen, wo wir die Produkte dürfen ausstellen dürfen. Ich zeige euch das mal schnell ein bisschen näher, wie das aussieht. Ich gehe da mal schnell in die nähere Ansicht wechseln. Da haben wir zum Beispiel, wenn wir schon beim Thema Nikon sind, eine ganz schöne FM3A oder zum Beispiel auch eine schöne FM2. Da gibt es also immer wieder Schätze zu entdecken, auch ganz seltene Geschichten. Wir sind hier in unmittelbarer Nachbarschaft von der Nationalbank. Da müssen wir natürlich auch entsprechend ein bisschen Gold haben, wie zum Beispiel hier die ganz seltene Alpha-Kamera. Also es lohnt sich immer mal, hier vorbeizuschauen und entsprechend auf Entdeckungstour zu gehen. Gerade wenn man Freude hat an schönen analogen Kameras, aber natürlich auch an digitalen Occasionen, wo man das ein oder andere Schnäppchen finden kann. Aber natürlich auch, wenn man die Kamera eintauschen oder verkaufen will, dann kann man nämlich hier zum Beispiel gerade in unserem Trade-In-Raum, wo wir jetzt drin sind, da ist unsere Angie gerade am Arbeiten. Sag Hallo, Angie. Hallo. Ihr seht, da hat es ganz viele Kameras, ganz viel Material, das noch auf die Erfassung wartet. Die werden alle fotografiert, der grösste Teil. Und online gestellt, also wo man auch bei uns über den Webshop bestellen kann. Gelegentlich hat es auch ein paar Kameras da bei uns ausgestellt, die noch nicht online sind. Also es lohnt sich gleich auch vorbeizukommen. Und eben, wie gesagt, wenn ihr etwas möchtet verkaufen, kommt vorbei. Dann schauen wir uns das gerne an und machen euch ein faires Angebot. Wir gehen hier nochmal vorbei, wieder ein paar schöne Bilder von Pascal zum nächsten Raum. Und zwar sind wir hier im B2B-Raum, also für Unternehmenslösungen. Das ist jetzt auch wieder das Thema Vlogging, wie wir es hier jetzt gerade machen, Videocontent, Streaming. Da können wir euch entsprechend zeigen, wie das alles funktioniert, euch vorführen mit Licht, mit Ton. Und man kann Setups miteinander vergleichen. Da könnt ihr also gerne vorbeikommen, spontan oder einen Termin vereinbaren. Und wir würden euch gerne zeigen, was da alles gibt. Ich kann euch das auch noch schnell ein bisschen näher zeigen. Dann noch mal schnell wieder meinen Monitor wechseln, dass ich hier drauf kann. Voilà, da sehen wir zum Beispiel gerade unsere Greenscreen-Simulation. Und da sehen wir auch gerade, wie das jetzt aussieht, wie ich am Filmen bin. Ich habe also die Z30. Ich habe hier ein externes Mikrofon, das MKE400. Plus ein Alka-Stativ. Sehen wir das? Mal schauen. Ja, das zeige ich das dann nachher noch. Da, voilà. wo ich eben auch so ein spezielle Perspektive reinnehmen kann, kann man auch ein bisschen drauf tun und so entsprechend ein gutes, gäbiges Vlogging-Video kann produzieren. Ja, das war der Raum. Also hier nochmal Schnittmöglichkeiten zum Vorführen in verschiedenen Konstellationen. Und da haben wir Spezialisten, die ich das entsprechend einrichten und auch erklären. Wir gehen nochmal weiter und kommen hier quasi im Backstage-Bereich, wo ich auch gerne zeige, wie das aussieht. Da sind gerade alle ein bisschen in Pause oder schon im Feierabend. Wir haben hier noch Buchhaltung, die natürlich auch wichtig ist, dass das mit den Zahlen einigermaßen in geordneten Rahmen läuft. Weitere Backoffice-Räume, wo wir zum Beispiel auch das Marketing haben. Und dann haben wir wieder einen Kundenbereich, wo wir entsprechend auch Kurse und Workshops geben können. Aktuell ist zwar gerade hier der Severin ganz einsam am Arbeiten. Sag Hallo, Severin. Und normalerweise, eben, wenn wir Workshops haben, Kurse, wir haben noch zwei Kursräume an der Münstergasse, aber auch diesen Raum können wir nutzen, entsprechend für Events. Und natürlich auch, um schöne Bilder zu zeigen. Da haben wir jetzt zum Beispiel eine schöne Bildserie vom André Laukas, die es zu bewundern gibt. Und da tun wir natürlich auch in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal andere Fotografinnen und Fotografen ausstellen. Ja, so sieht das bei uns jetzt ein bisschen aus von den Räumlichkeiten her. Kommt vorbei, schaut euch das in echt an. Wir würden uns sehr freuen. So sieht das aus, wenn man also mit der Z30 vloggt. Eigentlich der Hauptgrund, wieso wir jetzt so das Video gemacht haben. Und ich gehe jetzt im Review-Video noch ein bisschen weiter auf das Thema ein. Willkommen zurück in unserem Vlogging-Studio. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Rundgang genossen, dass ihr mal ein bisschen seht, für alle, die noch nie bei uns waren in den neuen Räumlichkeiten, wie das bei uns aussieht. Und es hat euch, glaube ich, auch gerade ein bisschen einen Überblick gegeben, was man erwarten darf, wenn man mit dieser Kamera einfach mal rausfilmt, ohne gross etwas einzustellen.
und entsprechend eben Vlogging-Content erstellt. Ich habe hier nochmal schnell das Setup gerade so aufgestellt. Ihr habt es vorhin im B2B-Raum schon ein bisschen gesehen, dass ich es versucht habe, über unseren Vorführmonitor abzufilmen. Ich habe mich dazu entschieden, mit einem etwas grösseren Stativ zu filmen, als das zum Beispiel jetzt im speziellen Vlogging-Kit dabei ist, das es von dieser Kamera auch gibt, wo ein kleines Handstativ dabei ist. Der Hauptgrund ist eigentlich, ich kann euch das hier gerade noch mal vorführen, dass man hier da relativ stabil filmen kann. Also das heisst, ich kann das hier abstützen und habe entsprechend Kontrolle, wenn ich hier den Monitor entsprechend noch ausklappen. So kann ich einfach länger rumlaufen, habe eine stabilere Position und habe nicht den ausgestreckten Arm immer im Bild, der etwas unschön ist. Und was wir vielleicht auch gesehen haben, eben, wenn man so ein bisschen eine Übersicht geben will, kann man wirklich raufgehen mit der Kamera, kann mehr Distanz schaffen. Ich habe bei diesem Stativ hier das auch gehabt und es auch hier unten noch verlinken, kann man entsprechend auch noch weiter ausziehen, dass man wirklich entsprechende Distanz kann schaffen und einen guten Überblick über die Räume kann geben. Das also mal schon nur ein bisschen als Tipp, wenn man vloggen möchte. So ein Stativ macht also definitiv Sinn als Ergänzung. Trotzdem würde ich mir überlegen, ein Vlogging-Kit zu kaufen, wenn man sich für die Z30 entscheidet. Weil dort ist auch noch gerade die Fernbedienung dabei, was eigentlich schon den Preisunterschied rechtfertigt, wo man die Kamera fernsteuern kann. Und man hat auch eine sogenannte Dadcat dabei. Ich zeige euch das hier gerade schnell im Bild, wie das aussieht. Ihr seht dort die zwei Wuschelis auf der Kamera, die also die Windgeräusche reduzieren. Es erinnert mich immer ein bisschen an Sänger von Prodigy. Für die, die den noch kennen, hat es eine ähnliche Frisur gegeben. Mal. Sieht lustig aus. Ist aber ein Vorteil, wenn man mit dem internen Mikrofon arbeitet, das sehr gut ist bei dieser Kamera schon. Und man aber draußen ist, dass man wirklich die Windgeräusche entsprechend kann reduzieren kann. Jetzt ist es aber so, dass beim Vloggen etwas besonders wichtig ist und das ist eben der Ton. Ich sage mal, mit einem schlechten Bild können sich Zuhörer und Zuschauer noch einigermaßen arrangieren. Wenn der Ton schlecht ist, macht es wirklich keine Freude. Und darum würde ich im Ton eine besondere Bedeutung zumessen, wenn man Videocontent erstellen oder vloggen. Ihr habt es gesehen in diesem Video, ich habe mit dem MKE 400 geschafft. Das ist ein sehr gutes Mikrofon mit einer gewissen Richtcharakteristik. Der Matt hat übrigens ein eigenes Video gemacht zu dem Mikrofon, das wir auch noch unten verlinken und hat das im Detail getestet und auch die Vor- und Nachteile entsprechend gerne erklären. Es gibt natürlich auch kleinere Mikrofone. Ich nehme hier gerade mal den kleinen Bruder, den kleinen Schwester, das MKE 200. Ich würde hier das 400er empfehlen, es kostet zwar ein bisschen mehr, aber es hat einen entscheidenden Vorteil und das ist eine kleine Schwäche, die die Kamera hat, die das Mikrofon ausgleicht. Und zwar hat das einen Kopfhöreranschluss, man sieht es hier auf der anderen Seite entsprechend, voilà, wo ich kann den Ton eben auch hören und schauen, ist der gut auspegelt, wenn ich also wirklich mal hochwertigen Content erstellen will. Und Z30 hat eben so einen Anschluss nicht und so kann man das entsprechend erweitern und hat dann die Möglichkeit, uns MKE 400 natürlich nochmal mit ein bisschen besseren Tonqualität als MKE 200. Natürlich kann man mit dem integrierten Mikrofon arbeiten, aber je nach Art von Content, wo man erstellt, lohnt es sich dort nochmal in ein zusätzliches Mikrofon zu investieren. Und ihr habt es vielleicht gemerkt im Video, etwas habe ich nicht gut gemacht, und zwar habe ich mit einem Richtmikrofon geschafft, wo ihr nach vorne abgestrahlt den Ton aufnimmt. Und sobald ich natürlich die Kamera umgedreht habe und von hinten geredet habe, hat das nicht ganz so gut funktioniert. Und wenn ihr so Sachen viel macht, dann empfehlen wir das hier, was ihr hier seht, ein Lavalier-Mikrofon, das es auch von Sennheiser oder entsprechend von Rode gibt, wo ihr entsprechend dann einen guten Ton habt, wenn eine Kamera bewegt, weil ihr es immer nahe beim Mund habt und entsprechend den Ton gut könnt einfangen könnt. Für entsprechend gute Tonqualität. Ja, der Ton ist, wie wir gesagt haben, zentral und darum ist der Matthew aktuell auch gerade fleissig am Werken, im wahrsten Sinne des Wortes. Er baut aktuell gerade ein Mikrofon testbar, ein sehr cooles Konzept, das er da entwickelt hat, wo man all die verschiedenen Mikrofone
könnt darauf installieren und man kann dann über ein Tablet umschalten und entsprechend auch gerade hören, welches Mikrofon welche Charakteristik hat, weil wir können viel über das reden. Am Schluss muss man es hören, damit man sich die Unterschiede vorstellen und eben erleben, erhören. Coole Geschichte, wo er fleissig dran ist aktuell. Sobald es ready ist, werdet ihr das über unsere Newsletter erfahren und sind natürlich gespannt, wenn ihr bei uns vorbeikommt und das testet, was ihr davon haltet. So viel also zum Thema Ton und zum Thema, wie man denn überhaupt die Z30 am besten kann haben zum Vloggen. Da vielleicht noch ergänzend dazu zu sagen, nochmal, wieso ein grösseres Stativ kann Sinn machen. Ich habe das sehr spannend gefunden, als Nikon vorbeikam und uns die Kamera das erste Mal präsentiert hat. Haben sie uns gefragt, hey, was denkt ihr, was ist der meist erzeugte Content auf YouTube? Also über was wird am meisten gefloggt? Ich bin falsch gelegen. Ich habe gesagt, es sei Beauty und Make-up. Das ist nicht richtig. Es ist nämlich Food, also alles, was mit Rezept, Kochen, Nahrungsmittel zu tun hat, Food, Lifestyle, Geschichten. Das ist der meist erzeugte Content. Und wenn man sich vorstellt, solche Content zu erstellen, wo man zum Beispiel mal muss irgendwo von oben runter etwas filmen, dann kann man das entsprechend einstellen mit so einem Stativ. Und mit so einem Mini-Stativ ist das natürlich nur schwierig möglich. Zusätzlich hat man eben auch den Vorteil, dass man Hochformat sehr einfach und schnell realisieren kann. Ich kann dann hier auch noch bei dem Fall jetzt da das noch weiter ausziehen, dass ich noch mehr Stabilität habe. Ist natürlich wichtig, wenn wir an TikTok oder an Instagram denken, also der Hochformat-Content, der auch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also auch dort sicher nicht so verkehrt, wenn man entsprechend ein gutes Stativ sich dazu anschafft. Jetzt sind wir aber ja sicher auch auf das Video gestoßen, weil wir noch ein bisschen mehr über die Kamera erfahren wollen. Und auf das kommen wir jetzt auch wieder ein bisschen zurück. Und zwar nehmen wir hier eben gerade noch schnell die entsprechenden Schwestermodelle dazu, die Z50 und ZFC, und schauen uns schnell an, was denn eigentlich jetzt genau der Unterschied ist. Sehr viel von der DNA von diesen Kameras ist identisch, also sie haben den gleichen Sensor drin, also dementsprechend dürfen wir auch ungefähr die gleiche Bildqualität erwarten, die sehr, sehr gut ist, gerade auch im Videocontent, wo man hier 4K 30p filmen kann. Was sicher für die allermeisten Einsatzgebiete absolut top ist. Was der Unterschied ist, was man gerade ganz klar muss sagen beim Videocontent, ist, dass man hier 125 Minuten kann filmen kann, bei diesen beiden maximal 30 Minuten. Wenn man also lange Content erstellen will, lange Videocontent, dann ist man hier sicher besser aufgehoben oder allenfalls auch Livestreams machen. Und eben, wenn man mit dem eingebauten Mikrofon arbeiten will, was hier besser ist als bei diesen beiden Modellen. Wie bereits erwähnt, bei diesen beiden haben wir entsprechend den Sucher noch dabei. Wer also darauf nicht verzichten will und den Schwerpunkt vielleicht ein bisschen mehr aufs Fotografieren legt, ist da besser aufgehoben in meinen Augen. Klar, man muss ein bisschen mehr Geld investieren als jetzt bei der Z30. Wer also auf Budget unterwegs ist und sagt, ich kann auch ohne Sucher fotografieren, der ist bei der Z30 nicht am falschen Ort. Ich habe es vorher auch bei voller Sonneneinstrahlung versucht und das klappt wirklich gut. Man sieht das Display noch sehr gut. Bildgestalterisch kann man sich darüber streiten, ob es nicht besser ist, zwischen einen Sucher zu haben. Ich finde ja, wenn man den Schwerpunkt auf Fotografie legt, wenn man es auf Content Creation legt, wo man schnell viel Inhalt muss kreieren, für entsprechend etwas zu bewerben oder zu promoten, geht das sehr, sehr gut auch ohne. Das ist sicher sind die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen Kameras. Ich kann jetzt sagen, wenn man mit 30 Minuten Filmen kann leben, gleichmäßig Content, Videocontent produzieren, ist natürlich noch ein bisschen die Frage, wenn man sagt, wer gleiche Sucher ist, der die oder die. Da wenn einem natürlich das Retro-Konzept auch ein bisschen gefällt, auch vom Bedienkonzept her, sieht man es hier entsprechend mit der Retro-Rädchen aufgebaut, so wie eigentlich ein FM2 früher war. Dann ist das in meinen Augen die bessere Wahl, gerade auch wegen Videocontent, weil wir eben auch bei dieser Kamera hier, bei der ZFC, das Schwenkdisplay haben, wie wir es eben jetzt auch bei der neuen haben, bei der Z30. Das ist also das gleiche Konzept, weil da haben wir nachher entsprechend einen kleinen Nachteil, wenn es zu der Z50 kommt. Wenn ihr nämlich hier das Display schwenkt, das ist zwar auch möglich, wenn ihr jetzt aber das Stativ hier montiert, dann seht ihr herzlich wenig.
Und dann wird es eben schwierig mit dem Erstellen vom Videocontent. Wenn ihr gelegentlich ein bisschen flockt und das aus der Hand macht, so mit ausgestrecktem Arm, dann geht das immer noch wunderbar. Wenn es euer Hauptfokus ist, dann würde ich euch empfehlen, auf die Nikon Z30 zu gehen oder eben allenfalls auf ZFC, wenn der Schwerpunkt dann doch auch noch ziemlich stark auf dem Bereich Fotografieren liegt. Ja, das einmal ein bisschen zum Vergleich von diesen drei Kameras. Klar, hauptsächlich geht es um die Z30 in diesem Fall. Und in meinen Augen ist das eine sehr gelungene Kamera für Content Creation. Was mir auch gerade aufgefallen ist, wenn man es jetzt mit den Mitbewerbern vergleicht, liegt sie sehr gut in der Hand. Also sie hat die Griffigkeit, die man von Nikon kennt. Und das macht es sicher auch einfacher, um mit ihr zu arbeiten und mit ihr unterwegs zu sein. Das ist sicher ein entsprechender Vorteil, den man hier herausstreichen kann. Preissegment sind wir im ähnlichen Bereich wie die Mitbewerber, auch sonst von den technischen Daten sehr, sehr ähnlich aufgestellt. Soweit also gelungener Einstieg ins Thema Content Creation von Nikon. Und wir sind gespannt, was ihr über die Kamera denkt. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Wenn ihr mehr darüber möchtet wissen, sie möchtet ihn echt erleben. Es ist bereits ab Mitte Juli bei uns erhältlich. Kommt vorbei, schaut sie euch in echt an. Es würde uns sehr freuen, wenn wir euch bei uns begrüssen dürften. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.